Lichtgeschwindigkeit, der Markt der Ideen 26. Einen Gesellschaftsvertrag hat man bei seiner Geburt noch nicht unterschrieben. Den haben aber die Eltern unterschrieben. Und man kann ihn kündigen, indem man sich ausbürgern lässt. Aber solange man nicht mündig ist, kann man sich nicht ausbürgern. Wenn man sich ausbürgert, muss man sich irgendwo einbürgern, weil man sonst tatsächlich außerhalb der Hoheitsgewässer schwimmen muss. Und da muss ich sagen, da gehört eine gute Ausdauer dazu. Mit anderen Worten, ob wir die Kultur der Straße entscheiden lassen von einer Jugendgruppe oder von der ganzen Gesellschaft, ist abhängig von dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn die jungen Leute über IT-Techniken der Kommunikation zu neuen Machtverhältnissen in der Politik, mit der Politik meine ich den totalen Politikprozess, also das, was man macht oder was man unterlässt, was man verhindert, was man prolongiert und so weiter. Wenn diese Machtverschiebung kommt durch die IT-Technologie, dann ist wiederum die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes aller Altersgruppen entscheidend dafür, ob alle gleichberechtigt oder dann eben vor- und zurückgesetzt irgendwie unterschiedlich stark die Autos abgefackelt bekommen. Ich möchte nur zu bedenken geben, alles was man zerstört, kann man nicht wieder rückgängig machen. Also mein Text erstmal. An das binden, was man als wahr empfindet, da anfangen. Eine Begegnung, eine Entdeckung, eine breite Streikbewegung, ein Erdbeben. Jedes Ereignis produziert Wahrheit, indem es unsere Art, auf der Welt zu sein, verändert. Eine Feststellung hingegen, die uns gleichgültig ist, die uns unverändert lässt, die uns zu nichts verpflichtet, verdient den Namen Wahrheit noch nicht. Hinter jeder Geste, jeder Praxis, jeder Beziehung, jeder Situation gibt es eine Wahrheit. Das Übliche ist zu verwalten, die Wahrheit zu umgehen, was sie an charakteristische geistige Verwirrung der meisten Menschen in dieser Epoche produziert. In Wirklichkeit verpflichtet alles zu allem. Das Gefühl, in der Lüge zu leben, ist wieder eine Wahrheit. Es geht darum, es nicht loszulassen, sogar da anzufangen. Eine Wahrheit ist keine Ansicht über die Welt, sondern das, was uns mit ihr auf unreduzierbare Weise verbunden hält. Eine Wahrheit ist nicht etwas, das man besitzt, sondern etwas, das einen trägt. Sie setzt mich zusammen und nimmt mich wieder auseinander. Sie bildet mich als Individuum und löst mich wieder auf. Sie entfernt mich von vielen und verbindet mich mit denen, die sie empfinden. Das isolierte Wesen, das an ihr festhält, begegnet zwangsläufig einigen seinesgleichen. Tatsächlich beginnt jeder aufständische Prozess mit einer Wahrheit, die man nicht aufgibt. Man hat in Hamburg im Laufe der 80er Jahre gesehen,
wie eine Handvoll Bewohner besetzter Häuser entscheidet, dass man von nun an über ihre Leichen gehen müsse, um sie zur Räumung zu zwingen. Es gab ein von Panzern und Hubschraubern belagertes Stadtviertel, tagelange Straßenkämpfe, Riesendemonstrationen und eine Stadtverwaltung, die schließlich kapitulierte. Georges Guinguin, der erste Maquisard Frankreichs, hatte 1940 als Ausgangspunkt nur die Gewissheit seiner Verweigerung der Besatzung. Er war damals für die kommunistische Partei nur ein Verrückter, der in den Wäldern lebt, bis sie dann 20.000 Verrückte waren, die in den Wäldern lebten und die Limoges befreiten. Nicht vor dem zurückweichen, was jede Freundschaft an Politischem mit sich bringt. Man hat uns eine neutrale Vorstellung der Freundschaft als einer reinen Zuneigung ohne Konsequenz eingegeben. Aber jede Affinität ist Affinität in einer gemeinsamen Wahrheit. Jede Begegnung ist Begegnung in einer gemeinsamen Affirmation und sei es die der Zerstörung. Man verbindet sich nicht unschuldig in einer Zeit, in der an etwas festzuhalten und sich nicht davon abbringen zu lassen, regelmäßig zur Arbeitslosigkeit führt, in der man lügen muss, um zu arbeiten, um anschließend arbeiten, um sich die Mittel der Lüge zu bewahren. Wesen, die von der Quantenphysik ausgehen und schwören, daraus auf allen Gebieten alle Konsequenzen zu ziehen, würden sich nicht auf eine weniger politische Weise verbinden als Genossen, die einen Kampf gegen einen multinationalen Konzern des Lebensmittelsektors führen. Sie würden früher oder später abtrünnig und zum Kämpfen gebracht werden. Die Initiatoren der Arbeiterbewegung hatten die Werkstatt und dann die Fabrik, um sich zu finden. Sie hatten den Streik, um sich zu zählen und die gelben Gewerkschaften zu demaskieren. Sie hatten das Lohnverhältnis, das die Partei des Kapitals und die Partei der Arbeit zum Kampf gegeneinander führt, um Solidaritäten und Frontlinien auf weltweiter Ebene zu entwerfen. Wir haben die Totalität des sozialen Raums, um uns zu finden. Wir haben die alltäglichen Verhaltensweisen des Ungehorsams, um uns zu zählen, und die gelben Gewerkschaften zu demaskieren. Wir haben die Feindseligkeit gegen diese Zivilisation, um Solidaritäten und Frontlinien auf weltweiter Ebene zu entwerfen. Nichts von den Organisationen erwarten. Misstrauen hegen gegenüber allen existierenden Milieus, und vor allem davor, selbst eines zu werden. Es ist nicht selten, dass man im Verlauf eines konsequenten Austritts den politischen, gewerkschaftlichen, humanitären, assoziativen, etc. Organisationen begegnet. Es kommt sogar vor, dass man dort auf einige Wesen trifft, die aufrichtig, aber hoffnungslos oder enthusiastisch, aber durchtrieben sind. Der Reiz der Organisationen liegt in ihrer scheinbaren Konsistenz. Sie haben eine Geschichte, einen Sitz, einen Namen, Mittel, einen Chef, eine Strategie und einen Diskurs.
Sie bleiben trotzdem leere Architekturen, die der Respekt, der ihren heldenhaften Ursprüngen zukommt, nur schwer bevölkern kann. In jeder Angelegenheit und auf jeder ihrer Ebenen kümmern sie sich zuerst um ihr Überleben als Organisationen und um nichts anderes. Ihr wiederholter Verrat hat ihnen also meistens die Verbundenheit ihrer eigenen Basis entfremdet, und daran liegt es, dass man dort noch manchmal einigen achtenswerten Wesen begegnet. Aber das Versprechen, das in der Begegnung enthalten ist, wird sich nur außerhalb der Organisation und notwendigerweise gegen sie verwirklichen können. Sehr viel furchterregender sind die Milieus mit ihren flexiblen Strukturen, ihrem Tratsch und ihren informellen Hierarchien. Alle Milieus sind zu meiden. Jedes von ihnen ist wie zur Neutralisierung einer Wahrheit beauftragt. Die literarischen Milieus sind da, um die Offensichtlichkeit des Geschriebenen zu ersticken, die libertären Milieus, um die der direkten Aktion zu ersticken, die wissenschaftlichen Milieus, um zurückzuhalten, was ihre Forschungen schon heute für die allermeisten implizieren, die sportlichen Milieus, um in ihren Sporthallen die verschiedenen Lebensformen in Schach zu halten, die die verschiedenen Sportarten erzeugen müssten. Besonders zu meiden sind die kulturellen Milieus und die aktivistischen Milieus. Sie sind die zwei Sterbeanstalten, in denen alle Revolutionswünsche traditionell auf Grund laufen. Die Aufgabe der kulturellen Milieus ist es, die aufeimenden Intensitäten ausfindig zu machen und einem den Sinn dessen, was man macht, zu entwenden, indem man es zur Schau stellt. Die Aufgabe der aktivistischen Milieus ist es, einem die Energie zu nehmen, es zu machen. Die aktivistischen Milieus breiten ihr diffuses Maschenwerk über das gesamte französische Territorium aus. Man findet sie auf dem Weg allen revolutionären Werdens. Sie überbringen nichts anderes als die Anzahl ihrer Misserfolge und die Bitterkeit, die sie daraus ziehen. Ihr Verschleiß sowie das Übermaß ihrer Ohnmacht haben sie dazu untauglich gemacht, die Möglichkeiten der Gegenwart wahrzunehmen. Im Übrigen redet man dort viel zu viel mit dem Ziel, eine unglückliche Passivität auszufüllen, und das macht sie polizeilich nicht sehr sicher, so wie es vergeblich ist, von ihnen etwas zu erhoffen, ist es dumm, von ihrer Sklerose enttäuscht zu sein. Es genügt, sie ihrem Verrecken zu überlassen. Alle Milieus sind konterrevolutionär, weil ihre einzige Beschäftigung darin besteht, ihren schlechten Komfort zu bewahren, sich zu Kommunen zusammenschließen. Die Kommune ist das, was passiert, wenn Wesen sich finden, sich verstehen und beschließen, zusammen ihres Weges zu ziehen. Die Kommune ist vielleicht das, was sich in dem Moment entscheidet, an dem man sich üblicherweise trennen würde. Sie ist die Freude der Begegnung, die ihr eigentlich vorgeschriebenes Ersticken überlebt. Sie ist das, was man macht, dass man sich wir nennt und dass das ein Ereignis ist. Seltsam ist nicht, wenn Menschen, die sich verstehen, eine Kommune bilden, sondern wenn sie getrennt bleiben. Warum sollten sich die Kommunen nicht bis ins Unendliche vervielfachen? In jeder Fabrik, in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Schule. Endlich das Reich der Basiskomitees. Aber dann Kommunen, die akzeptieren,
das zu sein, was sie sind, da, wo sie sind. Und wenn möglich, eine Vielheit von Kommunen, die an die Stelle der Institutionen der Gesellschaft treten. Familie, Schule, Gewerkschaft, Sportverein und so weiter. Kommunen, die sich nicht davor fürchten, sich über ihre spezifisch politischen Tätigkeiten hinaus für das materielle und seelische Überleben jedes einzelnen ihrer Mitglieder und aller Verirrten in ihrer Umgebung zu organisieren. Kommunen, die sich nicht durch ein Drinnen und ein Draußen definieren, wie Kollektive es im Allgemeinen tun, sondern durch die Dichte der Verbindungen in ihrem Inneren. Nicht durch die Personen, aus denen sie sich zusammensetzen, sondern durch den Geist, der sie belebt. Eine Kommune bildet sich jedes Mal, wenn einige aus der individuellen Zwangsjacke Befreite plötzlich anfangen, sich nur noch auf sich selbst zu verlassen und ihre Kraft an der Wirklichkeit zu messen. Jeder wilde Streik ist eine Kommune. Jedes auf klaren Grundlagen kollektiv besetzte Haus ist eine Kommune. Die Aktionskomitees von 68 waren Kommunen, so wie es die Dörfer der entlaufenen Sklaven in den Vereinigten Staaten waren. Oder auch Radio Alice 1977 in Bologna. Jede Kommune will für sich selbst die eigene Basis sein. Sie will die Frage der Bedürfnisse auflösen. Sie will gleichzeitig mit jeder ökonomischen Abhängigkeit, mit jeder politischen Unterwerfung brechen und degeneriert zum Milieu, sobald sie den Kontakt zu den Wahrheiten verliert, die sie konstituieren. Es gibt alle möglichen Arten von Kommunen und einige warten weder auf die Anzahl noch auf die Mittel und noch weniger auf den richtigen Zeitpunkt, der niemals kommt, um sich zu organisieren. Danke für den